Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 7.2. Wir sind immer noch in der Ritterprüfung und wir haben wieder eine verschlossene Tür vor uns und müssen erstmal einen Schlüssel suchen. Da gibt es auf jeden Fall eine geheime Passage und da gibt es einen Schlüssel. Wow. Ratten. Ich meine, es sollte jetzt nicht so das Problem sein. Sieht jedenfalls auch nicht so nach einem Problem aus. War es das? Ich glaube schon. Und da gibt es gleich nochmal einen Schlüssel. Okay, jetzt haben wir schon zwei Schlüssel. Auch nicht schlecht. Diesen Raum hätte man leicht übersehen können. Der Schalter war. Ja, okay, er ist ziemlich offensichtlich, aber von der Farbe hebt er sich doch relativ schwierig ab. Oh, da lebt noch einer. Ich komme hier nicht mehr durch diese ganzen Kadaver. Ja, doch, jetzt geht's wieder. So, dann machen wir doch mal gleich die nächste Tür auf. So, dann schauen wir mal, was wir da finden. Auf jeden Fall ruckelt das Spiel, also läuft wieder nicht so ganz so flüssig, wie es bei den Kämpfen öfters mal der Fall war. Also wenn Kämpfe da waren. So, wir sind durch, dann schauen wir erstmal nach Süden. Ach ja, toll. Wie soll man das eigentlich alles schaffen hier? Ah, wir haben's. Okay. Was haben wir denn da alles? Der hat auf jeden Fall eine Mace dabei. Das ist aber dasselbe, was wir haben, oder? Ja, aber er hat auch eine Schriftrolle dabei. Und dass der auftaucht, das ist doch ein bisschen ungewöhnlich, oder? Wir sind tatsächlich reingelegt worden und man wollte uns umbringen. So blöd, dass du diese Notiz nicht zerstört hast, wie du es sein solltest. Geht's jetzt irgendwo hier weiter? Nee. Das war eine Sackgasse, wie es aussieht. Naja, gut. Ah. Hier ist aber was. Okay. Wo kommen wir denn jetzt hierher? Verschlossen und das kriegen wir noch nicht auf. Okay. Können wir die trinken und... Jawohl, sehr schön. Was ist das für eine Notiz? You must mingle your blood with the other. Ich glaube, da fehlt uns noch was. Wir müssen unserem Blut mit der Asche unseres Gegners mischen. Den Goblin King. Und das Blut wird anscheinend ein Tierdings beschwören. Okay, und das ist das
Gut. Naja, gut. Dann müssen wir, glaube ich, erstmal zurückgehen, weil ich glaube, wir haben noch nichts, um unser Blut zu vermischen. Das heißt, wir bleiben erstmal hier oben. Und gehen jetzt vielleicht nach Norden. Okay. Ah ja, da haben wir was. Oh, haha. Uiui. Und auch noch voll reingelaufen. Na toll. Was haben wir denn hier stehen? Auf Monitor, hier üben ist wenigstens, schadet ihr Blut, der Fans anders, okay. Und dafür haben wir hier eine Klinge, beziehungsweise eine, was ist das? Eine Kralle. Na gut. Damit können wir doch schon was anfangen. Jetzt müssen wir noch das Blut mischen da unten. Bleiben wir aber erstmal hier oben, hätte ich gesagt. Okay, das ist eine Sackgasse. Wie krass. Wow, wow, wow. Ich glaube, diesen Kampf überleben wir wahrscheinlich wieder nicht. Kann es sein? Ja, was habe ich gesagt? Kommt er nochmal? Nö, kommt nicht mehr. Naja, aber ich glaube, wenn immer XP dabei verlieren, dann nicht viel. Naja, gut. So, ich glaube, wir sind wieder auf der Dings. Genau, jetzt müssen wir noch. Oder können wir noch dieses Ding hier anschauen? Was wir da so alles finden? Da unten ist eine Sackgasse und hier oben genauso. Alles klar, dann geht es mal wieder zurück. Dann geht es zurück durch diesen Geheimgang, den ich da gefunden habe. Wo ist er denn? Da ist er. Oh Mann, sind wir hier oft gestorben. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich das Spiel so oft sterben werde, aber naja, gut. So. Speichern wir mal. Dann benutzen wir diese Klinge, diese Kralle mit uns. So, jetzt haben wir eine blutige Kralle. Und die benutzen wir mit der Asche hier. Und da haben wir doch gleich. Aha, ein Wolf. Okay. Und diesen Wolf werden wir erstmal plündern. Das Fleisch kommt hier mit. Der Schlüssel auch. Das ist wahrscheinlich der Schlüssel zum Ausgang. Und auch der Wolf kommt mit. Dann ist eigentlich mit dabei, dass man den mitnehmen muss. Ich meine, ich weiß, dass man den mitnehmen muss. Das habe ich gelesen gehabt. So. Stand es irgendwo dabei? Also ich hätte es jetzt halt, wenn ich es nicht gewusst hätte schon vorher, hätte ich es jetzt eigentlich gesagt nicht gewusst, dass wir das mitnehmen müssen. Oder habe ich das, oder stand es irgendwo schon vorher drin? Naja. So, halten wir uns nochmal. Und dann schauen wir mal, dann ist das doch der Schlüssel für diese Tür hier. Und ich schätze, dann geht es wahrscheinlich langsam raus, oder? Ich schätze mal, wir haben diesen Test bestanden. Trotz, dass man uns, dass jemand uns umbringen wollte. Ja, du hast es gemacht. Und da ist auch der Schmied. Und wir sollten nicht überleben, wie es aussieht. Aber er wollte es nicht zu.
tun. Er wurde verführt, es zu machen. Okay. Na? Na, hopp. Okay. Er sollte kein Problem mehr sein. Oh. Was haben wir da? My dearest. Mhm. Wahrscheinlich einer von Badlands-Leuten. Und er wurde tatsächlich verführt. Naja, gut. Ist da was? Das ganze Zeug hier packen wir jetzt mal ein. Okay, das passt allerdings nicht. Ah. Guck mal, jetzt hat der Wolf doch reingepasst. Da haben wir nochmal einen Schlüssel. Wir können nur nichts mehr hereintun. Moment. So, dann tun wir das hier hin. Dann tun wir den Wolf wieder hier raus. Der Schlüssel kommt hier rein. Das Ding kommt mal rein. Und das hier kommt auch rein. Das passt jetzt alles. Wunder, wunderprächtig. So, meine lieben Freunde, seid ihr hier? Dann komm mal wieder mit. Und auch du, Charmino. Komm auch wieder mit. Alles klar, sehr schön. Dann... Okay, das sieht jetzt ein bisschen seltsam aus. Ich glaube, wir müssen hier mal ein bisschen wieder sortieren. Leute. Da ist unsere Ausrüstung. Hast du dich jetzt... Ach, nee. Charmino, was sollte das jetzt eigentlich? Das war eigentlich unser Rucksack. Das war dein Rucksack. So rum. Warum hast du mir gesagt, du willst alles mir geben? Wie wenn... Oh Mann. Das ist ja die Härte. So, gut. Okay, dann wollen wir mal sortieren ein bisschen, dass alles hier läuft. Charmino. Kann ich nicht in deinen Rucksack reinschauen? Ach doch, das ist der hier. So, was war denn das jetzt alles? Du kriegst auf jeden Fall deinen Hammer wieder in die Hände zurück. Das hier war, die Drachenskalen, der auch das hier war vom Dings, das hier war, was zum Austauschen war, das war zum Austauschen, das war zum Austauschen, der Eiswein war zum Austauschen. Das Geld war zum Austauschen, das bleibt auch mal hier drin. Die Haarbürste, dieses Teil. Okay. Fein. Stockingshammer, Eisweinhammer, der Alchemistreparatur. Pinkorn, das ist auch da. Rudy Rock, das war der hier, gell? Yep. Gut. Dupré hat alles drin gehabt, bis auf das hier und das Schild. Das sollte passen. Und du hast noch eine Fackel dabei gehabt, die nicht da reingehörte. Several Limbs, das ja, glaube ich. Das war auch bei dir drin. Die Slippers habe ich eingepackt. Die Haarbürste habe ich eingepackt. Und nochmal eine Fackel. Zwei Fackeln waren es anscheinend. So. Dann kriegst du auf jeden Fall das hier. Ach, so Mann, oh Mann. So viel zum Thema,
Schön aufgeräumt und alles. Dupré, du kriegst. Nee, du kriegst den hier an. Und Chamino kriegt den hier an. Wobei, dann passt es doch eigentlich eher dazu, wenn wir das Ding auch noch austauschen, so, oder? Hätte ich gesagt, passt doch um einiges besser. So. Ah. Der Dolch kommt auf jeden Fall weg. Den brauchen wir nicht mehr. Ich würde sagen, wir lassen vielleicht sogar das ganze Zeug, was wir nicht brauchen, hier drin. Das ist der magische Bogen. Den kriegt Charmino. Und du kriegst. Eigentlich hätte ich gesagt, kriegst du. Zwei Handwaffen hätten wir jetzt eine gute. Aber ein magisches Schild. Schwierig, schwierig. So, schau mal erstmal, was hast denn du alles jetzt dabei noch? Das ist das da, das ist noch ein Pumis. Kam der nicht auch ins Ding rein? Oder woher haben wir den hier? Doch, das habe ich ganz vergessen. Der muss eigentlich auch noch mal hier rein. So, den habe ich ganz vergessen. Moments Dings, okay. Brustplatte müssten wir noch schauen, wo die jetzt abgeblieben ist. Und der Ring. Haben wir den Ring nicht da auch reingetan? Na gut, auf jeden Fall, dann kriegst du das ganze Essen hier noch. Schuppenschalen, was ist das da? Gold. Ist da was? Gold will ich. Gold kriegt Dupré rein. So. Gut. Das sind Fackeln, das sind ganz normal. Das ist das hier, das ist normal. Da ist nur das zum Austauschen. Dann nehmen wir das Essenzeug hier auch noch mit. Und das Trinken. Und eine Kerze. Ja, tun wir auch mal noch mit hier rein. Und den Dolch lassen wir hier. Dann ist Charmino hiermit schon mal fertig. Die Hose kriegst du, das hier kriegst du. Das ist aus dem Dings vom Avatar? Nee. Oh, es ist so kompliziert gerade. Ich bin so irgendwie, ja, ich glaube, ich brauche da ein bisschen. Ich glaube, das mache ich vielleicht auch mal zwischen den Folgen. Weil das ist gerade etwas kompliziert, hier ein bisschen klar Schiff zu machen, wenn ich es mal so sagen darf. Na gut, wie dem auch sei, dann würde ich sagen, machen wir hier mal Schluss. Ich sortiere das ganze Ding hier noch ein bisschen. Oh, und mach mal klar Schiff, dass unsere Gefährten richtig wieder ausgerüstet sind und alles Mögliche. Und ja, gut. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.